Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Letztes Mal sind wir nicht den Fiat gefahren, sondern den Opel GT, der wohl kleinste GT der Welt. Und heute weiß ich gar nicht, warum ich hinten angefangen habe, denn eigentlich muss ich nach vorn. Gar nicht so weit, aber ich bin schon vorbei. Wir springen nämlich 40 Jahre in die Zukunft vom Opel GT aus, nämlich zum Ferrari California, welcher nicht dabei sein wird im nächsten Teil. Schade. Designs habe ich ehrlich gesagt eigentlich eins vorbereitet. Ja, habe ich eins vorbereitet. Es ist nichts allzu Großes. Ich habe nur gestern versucht, den Ferrari schon mal zu fahren. Und das Ganze ging ein wenig schief. Nach ungefähr, ja, sagen wir mal, 7 Minuten ist dann das Spiel abgestürzt. Und dann wollte es auch nicht mehr starten. Aber gut, hier unter der Haube haben wir den Ferrari V8 Sauger, wie er sich gehört. Zumindest im normalen Kalifornien. Im California T ist es ja der. Ist ja logischerweise ein Turbo dabei, wie man es kennt. Und jetzt guckt euch das an. Ja, das ist eine Schweinerei. Eine wirkliche Schweinerei vor dem Herrn. Dass das Ding aufgeht und wir aber trotzdem damit nicht so rumfahren dürfen. Ich habe mich ja erst vor kurzem darüber beschwert, dass wir wenige Cabrios haben. Wir haben sie. Muss man ja sagen. Wir haben sie ja. Aber solltest vielleicht jetzt nichts irgendwie im Kofferraum haben, wenn du Dach aufmachst. Aber wir dürfen sie irgendwie nicht fahren. Das finde ich doof. Gut, die Aero ist natürlich sehr geil, vor allem weil die da unten anfängt, was Sinn macht. Und ein Flügel, ja, gehört sich auch im Ferrari. Wir können einbauen den Enzo-Motor. Den Huracan dürfte es, glaube ich, sein. 6 Liter V12, das ist nicht der Aventador, oder? Der Aventador hat 6,5. Wem gehört denn der 6 Liter V12? Ist es der F12? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde aber sagen, ich mache in California T draus. Weil, warum auch nicht? Dann Rennreifen. Oder? Weiß ich nicht. Vielleicht reichen Sportreifen. Vielleicht reichen Sportreifen. Ich guck gleich mal. Felgen entscheide ich mich für die 15 ZR plus 25. Das wusste ich natürlich und musste es nicht oben ablesen. Und da mache ich auch 20 Zoll da drauf. Dann natürlich Getriebe und so alles einbaut und auch fahrwerkstechnisch. Bremsen sind schon Rennbremsen. Ferrari findet das ja nicht so geil, wenn man an den Autos rumtut, aber in Forza kann man es machen. Finde ich super. Ich gehe auf 1,4 Tonnen runter. 1,4 reicht eigentlich. Dann Nockenwellen einbauen, damit drehen wir bis 9000 Umdrehungen. Und dann geht aber noch ein bisschen mehr Leistung rein. Und die Schwungscheibe dann leider nicht mehr. Schwungscheibe ist ja immer so das, was man einbaut, wenn man noch gucken möchte, ob was geht. Aber scheiße, meine Stimme verschwindet. Ich muss einen Schluck trinken eben. So. Ja, das klingt doch schon besser. So, also. Wenn ich sage, das sei vorbereitet, dann ist das eigentlich jetzt nichts allzu Großes. Ich habe im Prinzip nur die Felgen leicht abgeändert. Genau, die sind halt jetzt ein bisschen dunkler und gebürstetes Alu. Finde ich aber steht im Wagen. Oder? Was sagt ihr? Kann man machen, finde ich. Kann man wirklich machen. So, dann lasst den V8 erklingen. Sie haben meine Meisterschaft zum Teil absolviert. Oh ja, das ist jetzt natürlich doof. Oh ja, doch, ich erinnere mich. Weil das ist nämlich die Meisterschaft, die ich angefangen habe, dann offscreen weiterzufahren. Nur blöderweise habe ich vergessen, die Aufnahme dann anzuwerfen. Ich wollte zusammenschneiden. Hat nicht geklappt. Die Meisterschaft hat hier angefangen. Würde ich sagen, mache ich jetzt aber nicht. Ich stehe hier, also fange ich die Meisterschaft mal da an. Willkommen zurück, Andy. Sie haben eine Meisterschaft schon zum Teil absolviert. Soll ich eine Route zum nächsten Rennen berechnen? Nein.
So, aber was ich ja sagen muss, in der Videobeschreibung ist ja verlinkt eine Strawpoll-Umfrage, welchen Namen ich mir denn in Horizon 4 aneignen soll. Und ich weiß nicht, ob ich bei dem Namen bleiben werde oder ob ich vielleicht ab und zu mal ändern werde, aber für den Gag, warum nicht? Zur Auswahl stehen Andy, Prime Minister und Held mit Strumpfhosen. Ich weiß, die Auswahl ist ein bisschen komisch, aber ich fand's halt lustig. Und ich muss sagen, ihr seid ganz schöne Langweiler, ja? Bisher führt nämlich einfach Andy. Ich persönlich muss ja sagen, ich wäre für Held mit Strumpfhosen, weil der einfach witzig ist. Aber, naja. Wenn ich euch die Möglichkeit gebe und ihr euch sagt, hey, lasst das so, dann bleibe ich natürlich auch dabei. Ist ja gar keine Frage. Ich meine, wäre ja doof, wenn ich euch die Wahl gebe und dann im Endeffekt doch drauf scheiß. Aber wie gesagt, ich werde zumindest wahrscheinlich alle drei Namen irgendwann mal im Verlauf haben. Die Frage ist im Prinzip... Ach, Meisterschaft abbrechen. Die Frage ist im Prinzip nur, mit welchem ich eben anfange. So, ich mache Ferrari vs. Lamborghini. Und ich mache nicht dieses Rennen, ich mache dieses Rennen, jawohl. Why not? Dann mache ich das hier, obwohl ich es nicht mag. Dann kann ich noch das hier machen. Und wenn ich dann aber schon da unten bin, geht ja das auch noch, oder? Ja. Kira. Tänzelndes Pferd gegen bockenden Stier. Enzo gegen Ferruccio. Rot gegen Gelb. Ferrari gegen Lamborghini. Lustige Sache zu Rot gegen Gelb im Übrigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so sein wird, aber zumindest in der vorherigen Aufnahme waren die Ferraris die einzigen, die gelb waren. Kein Scheiß. Okay, bisher sehe ich nur rote und weiße Ferraris. Weiß ist auch noch okay, finde ich. Ich bin jetzt keiner, der sagt, Ferrari muss zwingend rot sein. Okay, ein schwarzer geht auch noch. Ja, da ist er. Der gelbe 458. Bitte die Aussage von gerade im Übrigen nicht aus dem Kontext zitieren. Nicht so einen geilen Start im Verhältnis, aber dafür komme ich jetzt in den Kurven ganz gut vorbei. Fahrball eben in 330 P4 hinten drauf, wie es sich gehört. Hey, Kollege, nicht schieben. Ja, warum ist der Kalifornier nicht mehr dabei? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es einfach den Kalifornier T schon gibt. Also halt... Ja, es ist ja eigentlich kein Facelift. Ist der California T schon eine neue Generation, oder? Also fast die zweite Generation des California. Ich glaube schon. Die haben zumindest sehr wenig gemeinsam. Also wenn das ein Facelift wäre, Hütchen ab Ferrari. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Designtechnisch ist im California ja doch, gerade wo ich ihn vor mir sehe, so ein bisschen was vom 599 drin. Oder auch andersrum, der 590 kam ja später raus. Und ein bisschen Lack tauschen kann man auch mal. So, fährt sich super angenehm, obwohl ich noch kein Feinsetup gemacht habe. Vergesse ich in letzter Zeit oft, ne? Und braucht es ja auch nur, wenn man wirklich Fahrzeuge eigentlich jetzt großartig abstimmen will. So, jetzt für das, was ich mache, braucht man es eigentlich nicht, ja? Ich finde es halt trotzdem ganz nett, weil man auch mal eine Drift im fünften Gang ziehen kann, wenn man lustig ist. Und auch mal innen von dem 590 überholt werden kann. Kollege? Finde ich nicht okay. Ich bin in deinem Windschatten, der irgendwie immer noch nicht existiert in Horizon. Ups. Das war jetzt echt nicht geplant. Es war wirklich nicht geplant, dass ich da einen reinsteche, aber dürfte eh gleich wieder vorbei sein. Oh ne, doch nicht. Okay, er bleibt hinten dran. Ich gehe davon aus, er hatte Angst. Davon würde ich jetzt an der Stelle einfach mal ganz dreist ausgehen.
So, ich werde auch in Horizon 4, ich habe es glaube ich mit dem Opel schon gesagt, werde ich natürlich auch andere Sachen machen, als einfach nur stumpf Meisterschaften fahren. Und in der Kurve ist er irgendwie schneller als ich. Aber nee, ich habe auf jeden Fall noch andere Sachen geplant, außer einfach nur Auto aufbauen und eine Meisterschaft fahren. Auch wenn das natürlich der Hauptteil bleiben wird weiterhin, sofern sich nicht irgendwas anderes ergibt noch. Aber wie gesagt, ich habe da doch noch ein paar andere Sachen schon im Kopf. Aber ich kann mich in dem Abschnitt hier eigentlich immer ganz gut absetzen vor der Konkurrenz, aber dann im letzten kommen die immer ran. Und ich weiß nicht warum. Weil schlecht fahre ich eigentlich nicht. Da die Kurve nimmt er so unfassbar viel schneller als ich, das ist der Wahnsinn. Aber das ist auch die einzige. Naja, gut, ein 590 ist performance-technisch auch doch eine leicht andere Nummer als ein California. Ja, okay, nicht die schnellste Runde. Schade, schade, schade. Ich dachte gerade kurz, da steht Ford Mustang, aber das hätte mich dann doch gewundert. Der Ford Mustang von Ferrari. Wer kennt ihn nicht? So, dann Setup. Setup, Setup, Setup. Ein bisschen was hätte ich dann doch gerne geändert. Und zwar Getriebe einen Tacken länger, wenn es geht. Dann ein wenig mehr Sturz. Hoppla. Soweit. Dann die Stabis gerne noch einen Tacken hinten härter vorne weicher. Fahrwerk darf gerne noch ein bisschen weicher werden. Der Wagen darf sich auch gerne tief legen. So, Bremsen leicht aufs Heck, wie ich ja schon mal erklärt habe. Und dann das Differential. So. Da ist er, klonk und unten. Ich fahre, fahr ich da hoch? Nee, ich fahr da rüber, oder? Ich habe jetzt blöderweise nicht auf die Zeit geschaut mal wieder, das ist aber doof, egal. Ist ja im Prinzip echt egal. So, Driftzone. Okay, also es geht, wenn man will. Aber es soll er ja nicht machen. 69.000, guck mal. Mit dem würde ich vielleicht sogar, wenn ich mich richtig anstelle, einen neuen Rekord hinbekommen. Aber das spricht eigentlich nicht für meinen Performance-Aufbau und noch weniger für meine Drift-Aufbauten, wenn ich so drüber nachdenke. Ich komme da durch, ich komme da durch, ich komme da durch, ich komme da durch. Ich komme da nicht durch. War ja klar. Au. Da willst du einmal mit einem Ferrari F-Ride fahren. Und dann geht das nicht. Ich will... In Horizon 4 könnt ihr euch auf viele lustige Offroad-Aufbauten freuen. Habe ich ja schon mal erwähnt. Also... Ich mache mir da gerne einen Spaß draus. Guck mal, da sind die gelben Ferraris wieder. Wahnsinn. Gelb ist ja so irgendwie die Zweitfarbe von Ferrari, kann es sein? Nur keiner macht's, weil dann denkt jeder, das wäre ein Lambo. Genauso wenig, wie man den roten Lambo fährt. Das macht man nicht. Okay. Das war einer der gelben Ferraris. Das war die Farbe, ich sage euch. Mal eben ein wenig Offroad. Alter, das Heck vom 458 da. Das ist so ein schönes Heck.
Da kann man auch gerne dreimal reinfahren. Ich, nein. Nicht zu dritt in die Kurve. Ah, kacke. Aber jetzt vorbei am Vulkan und jetzt noch der Maranello. Nein, du bleibst hinten. Ich hab's doch gehört, ja. Und jetzt rieche ich ihn auch. Wow. Alles gut. P1. Aua. Was war das denn? Einfach mal hinten drauf schießen. Das darf nur ich. So, mal gucken, was der V8 jetzt hier so auf die Reihe kriegt. Die 300 rennt er, oder? Jawohl. Und sogar noch weit drüber hinaus. Und fliegen kann er auch, wenn er will, ja. Das ist ein Flugzeugfahrzeug-Ferrari. Ein FFF, ja. Nicht der FF, das war der Familien-Ferrari. Der FFF ist ein Flugfahrzeug-Ferrari. Ja, aber trotzdem habe ich eher das Gefühl, ich komme in den Kurven weg, als auf der Geraden. Das ist doof. Oder eigentlich ja nicht. So eine Mischung wäre halt geil, wenn ich überall wegziehen würde. Aber sowas in Horizon ist nicht leicht. Also ein Fahrzeug ist sehr oft entweder in den Kurven oder auf der Geraden überlegen. Aber beides eher selten. Also halt auf gleichem LI. Wenn ich jetzt mit einem S2-Wagen hier antreten würde in der gleichen Klasse, dann vielleicht, aber auch gleich kommt das eigentlich eher selten vor. Und wenn dann nur in so minimalem Ausmaß, dass man eigentlich fast schon sagen kann, die sind gleich. Dahingehend ist Forza schon echt balanced. So, dann fahre ich den Kurs. Geh mit deinem Urus weg. So. Au. Alter. Das hat weh getan, obwohl ich es nicht mal gespürt habe. Ja, das nicht. Das war okay. Der war gelb. Nein? So. Boah, der Ferrari bräuchte 9 Unterboden, da bin ich mir sicher. Nicht nur ein. 8. Alle. Der hat mit dem Aufprall direkt die Unterböden von allen anderen Kaliforniens auf der Welt mit zerstört. Ja, das habe ich befürchtet. Ach Gott. So, am 250 GTO vorbei. Aber der gelbe F12 fährt diesmal wohl scheinbar nicht mit. Der hängt immer noch am Baum. Okay, der Urus hat jetzt hier halt einen leichten Vorteil, genauso wie der FF. Aber stört mich nicht. Wenn man Offroad nämlich fahren kann mit dem Heckantrieb, dann geht das auch. Klar wird ein Allrad da immer besser sein. Und da habe ich wieder mal vergessen, dass die Wand da ein bisschen weiter innen hängt. Aber hey, es hat gereicht, um zumindest eine Position gut zu machen. Jetzt 2 auf 1 Streich, jawohl, der Ferrari hilft mir ein bisschen mit der Kurvenlage. Gut, war halt dann im Endeffekt doch nur einer. Kollege! Du machst mich aggressiv mit deinem FF. Boah. Alles gut. Lambo-Doppelführung? Das geht ja so nicht. Warum habe ich gerade die Handbremse betätigt? Ich habe gerade einfach auf die Handbremse gedrückt. Ich weiß nicht warum. So, damit ist die Doppelführung schon mal weg. Ach du Scheiße, war das knapp. Holy shit.
Was der gezählt hat, hatte ich wirklich Glück. Komm, zieh! Ich komm ran, ich komm ran! Ja, ja! Ja! Nice! Jo, erster Platz. Ja, guck mal, Welten waren dazwischen, ja? Hätte ich ja fast überrunden können. Im Rückspiel habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Weil er neben mir war. Ja, 15.000 Credits. Ist nicht wenig, ist aber auch nicht so viel. Zumindest nicht genug, um den Ferrari wieder reinzuholen. So, haben wir noch den hier. Eine Ehrenrunde darf man ja auch mal drehen. Ich dachte kurz, er will nach links abbiegen. Ich war irritiert. Hä, wo will er hin? Ach ja, ich und meine X5. Und das Geile ist, in Horizon 4 sind X5. Ich beschränke das in Zukunft nicht mal auf X5, sondern auf SUVs. Auf jeden Fall in Horizon 4 sind X5 ja, glaube ich, nicht mehr als NPC-Fahrzeuge dabei. Ich freue mich. Ein großes Hindernis beseitigt. Und zwar ein sehr großes Hindernis. Oh, und 488. Jawohl. Da ist doch die Latte, mit der ich mich messen will. Bitte vergesst die letzte Aussage. Ja, der Scheiß, was mit seinem Allrad. Muss nochmal vorbei. Och man. Da vor mir ein 488 und dahinter ein 458. Da muss ich doch vorbeikommen. Jawohl. Genau so. Oh. Easy. Ja, okay, der 488 ist halt eine Kanone einfach. Das kann man nicht anders sagen. Hä? Wo ist er? Da hat sich der 430 Scuderia vorbeigepflanzt. Oder ist es... Ne, das ist ein Challenge Stradale, ne? Ja. Der 430 ist der... Alter! Jungs! Ferrari V8 macht mich gerade fertig! Ich bin auch einer von euch! Immerhin haben wir gerade Ferrari... Siebenfachführung, ja? Ab und zu ein bisschen Lack tauschen ist okay. Es bleibt ja Ferrari-Lack. Ist hochwertig. Also merkt euch, wenn ihr euren Fahrzeugwert ein bisschen steigen wollt, fahrt vorher den Ferrari rein. Und dann könnt ihr sagen, siehst du den Lack da? Der ist von Ferrari. Ja, ja, Lebensweisheiten gibt's bei mir auch. Ja, Sieg Nummer 4? 3? 8? Ich glaube 4. Ja, einwandfrei. 30 Punkte Vorsprung habe ich schon. Alter, es ist ein Lambo mitgefahren. Wollte mich verarschen. Ach, wie schön balanced diese Meisterschaften sind. So. Optisch mag ich ihn. Muss ich ja wirklich sagen. Und ich weiß noch, der war ja in Horizon 2 einer der Wagen, die Vorbesteller exklusiv waren. Also wirklich exklusiv, nicht so wie es in Horizon 4 ist. In Horizon 4 ist es ja so, habe ich ja erklärt, dass du eben eine getunte Variante bekommst von einem Fahrzeug, was aber prinzipiell jeder hat. In Horizon 2 war das eben so, dass 4 Autos exklusiv waren. Und zwar waren das der... Oh Gott. Der Audi RS4 Avant. Der BMW M6. Der California hier. Und der Gallardo Superleggera, glaube ich.
Oder Superleggera? Superleggera, genau. Nee, Superleggera. Genau, mit dem H hinten dran spricht was ja als G aus. Dementsprechend würde ich es aber Superleggera nennen. Aber vielleicht spricht ja jemand Italienisch und kann mir das sagen. Genau, die waren halt auf jeden Fall Vorbesteller exklusiv. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich den mal gesehen habe, hä? Wie bekomme ich den denn? Ich finde den nicht. Aber dann kam ja irgendwann das Carpack raus und erst dann habe ich wirklich gemerkt, ach ja, Mensch. Den Wagen kann man sich ja nicht kaufen. Oh, und Enzo. Jetzt geht's aber los hier. 330 P4 ist auch dabei. Aber natürlich 2 Uros. Jawohl, der Diablo, man hört ihn. Man kennt ihn, man hört ihn. Ja gut. Das war jetzt eventuell nicht sehr intelligent. Das war echt bescheuert von mir, weißt du? Ich guck nach hinten, weil mir der Ferrari drauf fährt. Hm, scheiße, guck nach vorne, guck aber auf den Diablo. Und dann guck ich nach links und merk, oh, verdammt. Da kommt das Unheil mal wieder auf mich zu. Naja, dann ist das jetzt zumindest eine gewisse Herausforderung. Der 360-Challenge Stradale war ja, glaube ich, die schärfste Version damals. Kann das sein? Müsste, oder? Würde halt auf jeden Fall Sinn machen, weil die Challenge-Serie ist ja die mehr oder weniger das Super Trofeo von Ferrari. Und der Challenge Stradale ist ja dann die Straßenversion von diesem Rennwagen. Also es würde Sinn machen, wenn es die Straßenversion wäre. Aber wir sprechen hier immer noch von Italienern. Also was will ich hier schon mit Logik? Geh weg. So eine hässliche Karre, ey. Und diesmal gucke ich nicht auf den Diablo vor mir. Okay, okay. Ich sehe die Top 5. Die muss noch drin sein. Die vier davor haben sich leider schon sehr weit abgesetzt. So, wir kommen zurück. Ich musste einen kurzen Cut setzen und deswegen fahre ich das jetzt auch nochmal. Mir ist gerade einfach eben wirklich tatsächlich ziemlich alles abgestürzt, was geht. Und nachdem ich keinen Bock habe, jetzt das dritte Mal den Ferrari aufzubauen, hänge ich das jetzt einfach hinten dran, weil es ist ja eh nur noch das eine Rennen. So, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, deswegen, falls ich irgendein Thema angefangen habe zu reden, tut's mir leid. Ich weiß es jetzt einfach nicht mehr. So. Habt ihr halt ein bisschen mehr zu sehen. Ist doch auch schön. So, also. Mal wieder ein gelber Ferrari. Mhm. Das war elegant genommen. Ist ein orangener FF? Tatsächlich. Ferrari in Orange. Habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber gut, es soll Leute geben, die komische Geschmäcker haben.
Damit bin ich jetzt einigen Leuten auf den Schlips getreten und das tut mir leid. Aber Fakt ist, irgendjemanden tritt man doch mit jeder Aussage auf den Schlips, oder? Also, es gibt doch immer diesen einen Menschen, der sagt, oh, dass du das gesagt hast, finde ich jetzt aber nicht so gut. Revidiere das. Von daher, warum sollte ich anders werden? Nur weil vielleicht einer diese Aussage nicht okay findet. So, ich sehe einen Reventon und ich sehe ganz vorne etwas. Sieht mir nach einem Ferrari aus, ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja doch, das ist ein 458, glaube ich. Könnte auch ein 488 sein. Es ist tatsächlich ein 458, okay. Ja gut, der Reventon kann ein bisschen besser rausbeschleunigen und ich höre den FF hinter mir, jawohl. Nein, du bleibst aber auch hinter mir. Aber hier nehme ich gerne ein bisschen mehr Schwung mit. Und da ist P2. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, da vorne jetzt muss ich mir nur noch den holen. Der hat aber sehr viel Speed auf der Geraden. Ist ein bisschen doof für mich, aber muss ich halt in den Kurven rankommen. Letzte Runde, komm, ich will die 100 machen. Und da schalte ich erstmal den ersten Gang runter. Intelligent auf jeden Fall. Oh je, Leute, ich glaube. Ja, wobei, es könnte was werden. Wenn ich jetzt die Kurve ein bisschen besser nehmen würde. Okay, ich bin noch hinter ihm. Aber in dem Abschnitt ist er nicht so extrem schnell, weil er sehr viel bremst. Ja. Boah, leck mich am Arsch. Das hätte zwar locker eine 35 Sekunden Strafe gegeben, was ich da gemacht habe, aber hey. Gewonnen. Eigentlich hätte ich es ja gar nicht gewinnen müssen, aber ich hab's halt gern, wenn da die 100 steht. So, abgeschlossen und abgeschossen. Gut, damit würde ich aber sagen, man bin ich froh, dass ich die Folge zu Ende gebracht habe. Bis zum nächsten Mal. Servus.